So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Heute sind sicherlich einige schon auf die WOT gefahren. Und dort ist natürlich auch JFD Brokers vertreten, beziehungsweise eben auch Godmode Trader. Und werden sicherlich auch einige interessante Vorträge dort stattfinden. So, aber kommen wir zum DAX, zum heutigen Geschehen. Draghi hat ja um 9 Uhr eine Rede gehalten. Und ich habe das ja im Text bzw. in der DAX-Analyse eben erwähnt. Ist natürlich ein bisschen problematisch, was der alles von sich gibt und wie dann eben der DAX reagiert. Die Eröffnung fand eben heute über der Marke statt und hat sich dann als im Moment schon als Fehlsignal entpuppt. Und bislang wurde aber eben die untere Marke, wo eigentlich auch als Stopplevel dann dient, nicht unterschritten. Den Chart habe ich auch geshared. Da sieht man, dass der Markt direkt nochmal auf diese Trendlinie aufgekommen ist. Bislang ist es eben jetzt hier relativ neutral. Beziehungsweise ja, ich sehe schon eher Konsolidierungsbedarf, dass hier das Gap von gestern noch geschlossen wird, jedenfalls zum Teil. Also, dass nochmal die 11.000 Punkte Marke angelaufen wird, ist sehr wahrscheinlich. Im Tageschart, ich merke gerade, ich habe gar nicht als Vollbild gemacht, Entschuldigung. Hier im Tageschart sieht man, dass dieser Widerstandsbereich erneut kurz angelaufen, angetestet worden ist, aber eben auch nochmal bärisch abgeprallt. Das ist natürlich jetzt hier vom Tageschart aus im Moment nichts Bullisches jetzt hier mehr zu erkennen. Ja. Zweimal an die Linie hingelaufen, zweimal deutlich, relativ deutlich abgeprallt. Deswegen auch hier ein Rücklauf an den EMA 10 wäre jetzt hier nichts Ungewöhnliches. Kommen wir noch kurz zu den Setups oder was eben auch in der letzten oder in dieser Woche vorgestellt worden ist. Der Nikkei-Index steht immer noch unter der 20.000-Punkte-Marke, konnte sich aber heute mal, lagen keine Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf vor, sondern schloss jetzt mal auf Tageshoch. Das eine Setup ist jetzt sowieso nicht aktiviert worden, der Rücklauf. Also hier ist definitiv jetzt nichts am Laufen und auch kein neues Setup im Moment geplant. Also hier sieht es natürlich schon jetzt eher aus, es würde jetzt weiter hochlaufen. Aber sollte jetzt mit diesem Rücklauf wäre natürlich schon möglich, dass hier das Gap geschlossen wird, dass es nicht so tief runter geht, aber ist jetzt kein Setup mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen sollte man dieses jetzt beiseite legen, was ja nicht aktiviert worden ist. SGL Carbon konnte bis hierher laufen, bis 14,20 der Rücksetzer zum Präferierten und sollte aber die nächsten Tage jetzt nicht, definitiv nicht unter die 13,50 laufen, sondern im Prinzip den präferierten Pfeil nachlaufen. Hier bei Ehring Klinger läuft es sehr gut. Bei der GFT Technology Aktie würde hier aktuell läuft hier noch kein richtig präferiertes, sondern wenn hier ein Doji entsteht, wäre ein Rücklauf hier denkbar und dann entscheidet sich hier, ob der Kurs nach oben will oder eben nochmal hier an die bessere Kaufmarke hinläuft bei 23,50. 60. Jetzt kommen wir noch zu den US-Indizes, zu den wichtigen. Hier lief eben dank des FED-Protokolls die Märkte deutlich höher als erwartet. Der Nasdaq hat zum Beispiel die 4615 Marke mit Schwung durchstoßen und hat ein Hoch bei 4600, knapp 6080 erreicht.
Hier ist der Future abgebildet. Und hier sieht man, dass jetzt in dem Bereich größere Gewinnmitnahme oder beziehungsweise Verkäufe in den Markt reinkommen. Ob jetzt direkt die Shorties zurückkommen werden, kann noch nicht gesagt werden, aber schauen wir noch auf ein älteres Setup, wo die Special-Marke damals kurzzeitig wirklich punktgenau erreicht worden ist. Und hier sieht man eben auch wieder, jetzt sind wir hier eben im normalen Nasdaq, eben von keine Indikation, keine Future, sondern der Parketthandel ist jetzt hier dargestellt, sieht man auch eigentlich eine bärische Kerze, Tageskerze, direkt an der Special-Marke. Wenn wir jetzt noch den Dow Jones Index betrachten, und hier habe ich eben, das ist jetzt noch kein komplettes Setup, das ich auch dann noch so vorstelle, aber im Video kann ich es schon mal erwähnen. Also hier hat die Marke ja sehr gut gewirkt. Da kam jetzt hier eben eine zuerst oder gedacht oder hier beziehungsweise eine dreiwellige Abwärtsbewegung, die dann eben stattfand. Ein kleines Stück tiefer als gedacht, aber ab hier war ich ja wieder extrem bullisch, beziehungsweise auch trotz der Terroranschläge, den schlimmen, war hier alles dann auf bullisch ausgelegt, gab es ja kein einziges Verkaufssetup, was ich hier vorgestellt hatte. So, jetzt haben wir hier eine dynamische Aufwärtsbewegung erlebt. Was jetzt aber sein könnte, wäre hier die erste Korrekturwelle, eine starke Erholungswelle und jetzt im Anschluss daran eben diese, was ich hier eingezeichnet habe, ja. Und wenn, solange eben die Marke von 17.000, was sind das, 17.800 etwa im Dow Jones nicht durchbrochen wird, ist dieses Setup durchaus denkbar, dass wir hier noch bis eben Thanksgiving, also komplett nächste Woche, einen Abverkauf erleben werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur erstmal skizziert und man muss eben in den unteren Ebenen eventuell nach Verkaufssignalen Ausschau halten. Das ist natürlich nach so einer steilen Aufwärtsbewegung, der Markt korrigiert, ist nicht verwunderlich, aber ob er natürlich so tief runterfällt, ist jetzt, sage ich mal, liegt der Wahrscheinlichkeit eher erstmal unter natürlich 50%. Normaler oder idealer, ja, wäre eigentlich nur nochmal ein Rücklauf an 17.500 denkbar. Aber man sollte dieses Szenario im Hinterkopf haben. Also ich werde Anfang nächste Woche, ich denke diese Woche, also am heutigen Tagesverlauf werde ich höchstwahrscheinlich kein neues Setup hier im Dow Jones vorstellen, aber ich werde den Markt genau beobachten, ob ich hier noch was ableiten kann. Sonst schauen wir kurz nochmal zum DAX. Wo aktuell stehen, also hier sind, hält sich noch über der Trendlinie und ja, noch ist es nicht komplett negiert, also hier das Kursziel. Mal sehen, was uns der Handelsverlauf noch alles so bringt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich melde mich heute Nachmittag nochmal kurz per Video wieder. Bis dahin wünsche ich allen gute Trades.